Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Thomas und ich möchte dir heute die neueste Funktion von Logbook Doku vorstellen. Wir haben ein Problem erkannt, denn das ständige Eintippen der Produkte, der Produktseriennummern ist ziemlich nervig und auch im Nachgang ist das Herausfinden der Seriennummer im eingedichteten Zustand des Anzeigepunktes eine große Herausforderung und vor allem auch immer wieder ein Problem. Daher haben wir begonnen, einen Data-Matrix-Code auf die Spitze des Anschlagpunktes zu lasern. Dieser Data-Matrix-Code spiegelt Chargen- und Seriennummer des Anschlagpunktes wider und ist damit eindeutig und identifiziert genau diesen Anschlagpunkt. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum erzähle ich das und wie genau kannst du davon profitieren? Das kommt jetzt, denn ich möchte dir zeigen, wie du dieses Feature super in Logbook nutzen kannst, denn wir haben den neuen Produktscanner hinzugefügt, haben ihn jetzt freigeschaltet und es ergeben sich daraus jetzt zwei Möglichkeiten, wie du dir das Leben mit den Anschlagpunkten einfacher machen kannst. Die erste Variante ist es, Produkte einzeln hinzuzufügen. Das zeige ich dir hier einmal. Ich habe mir ein kleines Demo-Objekt angelegt und wir schauen uns jetzt das Anlegen einer Montagedokumentation mit dem Produktscanner an. Das heißt, hier lege ich eine Montage an. Da ist sie. Ich füge das hinzu, Produkte hinzufügen und oben rechts, ihr kennt es vielleicht schon vom Produktkatalog, aber oben rechts ist jetzt eben zusätzlich dieser Data Matrix Code Scanner. Ein einfacher Klick darauf, noch eben einmal bestätigen, dass Logbook auf eure Kamera zugreifen darf und dann geht's los. Jetzt habe ich hier meinen Anschlagpunkt und scanne diesen Data Matrix Code. Und schon seht ihr in der Bildschirmaufnahme, dass das System diesen Log 3BE erkannt hat und natürlich auch die Seriennummer sofort hinzugefügt hat. Ihr könntet jetzt die Anzahl erhöhen, aber ihr seht es, die Produktseriennummer verschwindet, sobald ich die Anzahl erhöhe, also nehme ich sie wieder raus. Denn natürlich können zwei Produkte nicht die identische Seriennummer haben. Jetzt klicke ich auf Hinzufügen. Der Scanner aktiviert sich wieder. Ich nehme den nächsten Anschlagpunkt und da ist er wieder. Hinzufügen und der nächste. So funktioniert das ganz einfach. Wenn ihr fertig seid mit Hinzufügen, dann beendet den Scanner einfach und ihr seht hier jetzt die drei Log 3BE, die ich hier liegen habe, sind hinzugefügt. Wenn euch das zu aufwendig war, dann habt ihr oder ihr tatsächlich eine große Palette, viele Anschlagpunkte habt, dann gibt es noch eine zweite Variante, die ich euch natürlich auch zeigen möchte, und zwar Produkte über den Lieferschein hinzuzufügen. Ich habe hier einen Lieferschein mitgebracht, den ich jetzt halt einfach mal scannen möchte. Wir haben hier unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Mengen und das ist nämlich auch genau das Besondere am Scannen hier und das macht den großen Unterschied zu dem Scannen der einzelnen Produkte, denn wir gehen an der Stelle tatsächlich hin und fügen ausschließlich die Produktbezeichnung, das heißt, welches Produkt ist es, und die Anzahl der entsprechenden Produkte hinzu. Denn den eindeutigen Code, die eindeutige Seriennummer wisst ihr natürlich nur auf der Baustelle. Aber auch die könnt ihr natürlich nachher nachträglich über den Scanner ganz einfach hinzufügen. Also ich zeige es euch hier wieder in meinem Demo-Objekt, eine Montagedokumentation anlegen, draufklicken, Produkte hinzufügen, Scanner aktivieren und jetzt eben oben den Scanner nutzen und den QR-Code im oberen linken Bereich des Lieferscheins abscannen. Hier sind jetzt sofort meine Produkte hinzugefügt. Ihr seht hier in meinem Lieferschein auf Position 1 habe ich, ich mache kurz den Abgleich für mich, auf Position 1 habe ich zwei ABS LogX SRB. Auf Position 2 habe ich die Log 3BE der Länge 500. Auf Position 3 habe ich Log 3BE der Länge 600. Und auf Position 4 habe ich die Log 3BE der Länge 700. Die Anzahlen stimmen soweit. Ich füge das hinzu und habe da jetzt eben meine Auflistung der Produkte schon fertig. Die Seriennummern kann ich jetzt auch wieder ganz einfach nachbearbeiten, indem ich eben das Produkt bearbeite und hier jetzt nachträglich die einzelnen Seriennummern bestimme. Zack, habe ich das auch schon wieder hinzugefügt. Das könnt ihr natürlich mit jedem Anschlagpunkt dann auf der Baustelle machen, aber so habt ihr sofort schon alle Produkte drin und spart euch das lästige Raussuchen aus dem Produktkatalog. Das war der Produktscanner an der Stelle. Seid gespannt, was mit dem Data Matrix Code noch alles möglich ist. Ihr hört bald wieder von mir in einem unserer nächsten Videos. Bis dann. Ciao.